Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Wir sind in einer Höhle und die wollen wir uns doch mal angucken. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ich glaube, hier hoch ist schon gar nicht so verkehrt, oder? Was ist das da für ein Zeichen? Warum fällt denn der hier runter? Ich dachte, er springt jetzt krass rüber und so. Aber wohl nicht. Achso, okay, dann machen wir das so. Ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Können wir ja machen. Wir haben es ja drauf. Auf den eingeborenen Säulen fokussiert. LB, nee, LB, LB, LB ist so, okay. Ha, eine eingeborenen Säule, ich verstehe. Die ist hier quasi eingeboren. Wurde also nicht gebaut, das ist ja interessant. So, die Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Ich könnte mir fast vorstellen... Ach du Scheiße, ey. Was geht denn hier alles ab? Ich muss, glaube ich, nochmal zurück. Da ist noch eine Kiste. Ist ja auch kein Problem. Wir können nochmal kurz zurückgehen. Ich würde nämlich gerne natürlich... wenn ich dann schon mal hier in so einer Höhle bin, würde ich auch gerne alles holen. Oh, komm. Ja, jetzt... Ach komm, spring runter. Mann, 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 Mann. Ja, genau das wollte ich jetzt auch. Du hast recht. Alter. Der geht hier. Verdammt. Er geht. Okay. Das Blöde ist, da ist so dunkel, dass ich nichts sehe. Ich muss da aber irgendwie hoch. Warte mal, ich komme glaube ich auch von da hoch, oder? Mal gucken. So, wir klettern jetzt erstmal wieder hier hoch. Und gucken mal, ob wir von der anderen Seite da wieder rüberkommen. Läuft bei dir! Du weißt ganz genau, wie es funktioniert. Finde ich an und für sich schon mal extrem gut. Einfach mal fallen lassen. Ist ja auch schon mal wichtig, ne? Hier müsste eigentlich irgendwo ein Durchgang, vielleicht da oben, mal gucken, ob da ein Durchgang ist oder so. Einmal kurz hier rum, dann da hoch. Nö, hier ist kein Durchgang, ich sehe zumindest keinen, ja, ist doof. Tja, da muss die eine erstmal... Oh, was ist denn da? Was ist das denn? Splittergranaten und Pulverexplosionen können einzeln. Verdammt, haben wir nicht. Schade. Okay, dann müssen wir nochmal wiederkommen. Das, ach so, das ist diese. Dieses Upgrade oder was auch immer, wie das auch mal hieß. Fortschritt, genau. Das ist dieser Fortschritt von. Dem da geredet wurde. Toll. Ich habe das Ding nicht mehr bekommen. Super. Ja, müssen wir nochmal hochklettern wohl. Oder übel. Meinst du, der eingeborenen Säule, wenn wir jetzt mal hingehen, mal gucken, was die macht? Oder was wir da machen können, vielmehr. Und dann geht's auch back to the ship. Wir müssen ja auch mal weitermachen hier. Hallo? Eingeborenen Totems. Entschlüsseln Sie den versteckten Code hinter diesen eingeborenen Totems und entdecken Sie alte Artefakte. Bringen Sie alle Linien mit den Pfeilen an jedem Ende der Säule in Übereinstimmung. Hä? Der sieht doch schon mal total toll aus. Was? Hä, was für Pfeile? Moment. So? Nee. Ach so, ach, jetzt verstehe ich, was die von... Ah. So. Ja, Menschenskinder, Sache doch gleich, ne? Nee, ist falsch. Ist falsch. Ist... Aber auch falsch.
Hä? Na, wobei, das könnte ich mir schon vorstellen, wäre sogar richtig, aber dann wäre das alles falsch. Oder können die auch einfach aufhören? Weiß ich ja nicht. Also ich würde mir schon eher denken, das muss alles übereinstimmen. Quasi so. Aber ich habe hier unten nichts, was passt. Nee, das ist falsch. Kann ich die, nee, das Ding da unten kann ich nicht bewegen. Okay, das wird noch nicht stimmen, glaube ich. Schade. Hä? Jetzt mal ohne Spaß, das funktioniert doch gar nicht. Ach ja, okay. Was haben wir denn hier oben noch, was passen könnte? Ich habe hier oben das noch. Okay. Das würde passen. Ah! Da läuft. Hätte ich ihn nicht einfach kaputt sprengen können? So an und für sich? Wäre doch bestimmt auch eine Möglichkeit gewesen. So, das nehmen wir mal mit. Das ist gut. Sie haben ein Totem gesammelt. Weitere können durch Säulen in Grabhügeln und Eishöhlen eingeborenen irgendwas geborgen werden. Und dann sind wir fröhlich und freuen uns. Kann ich zufällig... Schade eigentlich. Ich dachte, ich kann zum Schiff per Schnellreise, aber das geht wohl nicht. Nehmen wir mal das mit. Das Geile ist, ich muss jetzt hier irgendwie wieder rauskommen. Ich habe da keine Ahnung, wie ich hier reingekommen bin. Also jetzt mal wirklich... Als ob ich mir das merken würde, ey. So. So. Raus. Raus aus der Höhle. So, wenn ich jetzt draußen bin, kann ich jetzt zum Schiff eine Schnellreise machen. Wohl nicht. Schade. Aus der Bahn! Nein, ich habe keine Zeit. Ich muss auf mein Schiff. Das Essen wird doch warm, kalt, hier gelb und so. Wisst ihr Bescheid? Weg, 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 weg. Was ist denn da los? Geh weg. Stirb. Bin ich jetzt anonym? Ja. Ich habe die Vorläuferschatulle. Schnellreise. Sie können nun Schnellreise verwenden, um an bereits besuchten Orte teleportiert zu werden. Drücken Sie Kreis, um die Karte zu öffnen. Wählen Sie L, um an bereits besuchten Orte einen synchronisierten Aussichtspunkt zu... Und drücken Sie X, um Schnellreise dorthin zu gelangen. Alles klar, will ich tun. Ist tot. Sehr gut, Jay. Vielleicht. Wo ist der Chevalier? Kann ich die Dinger auch kaputt machen? Zurück zur Garfour. Wir müssen ohne ihn feiern, fürchte ich. Mir ist nicht nach Feiern zumute, Liam. Ich weiß, wir brauchen diese Artefakte zurück, aber... Cool. Um welchen Preis? Samuel Smith. Er konnte kaum das Schwert führen. Zum Töten war. Aber... Nichts aber. Smith war ein gefährlicher Mann, ein Templer. Schlimmste, er hatte die Schatulle. Ihr solltet stolz sein, Shane. Vielleicht. Wir sollten jetzt nach Albany. James Wardrop, Lawrence Washington, das Manuskript da, wird dort sein. Kesebo Vase berichtet, dass James Wardrop viele Stämme von ihrem Stammland vertrieben hat. Wir haben Beweise, dass er hinter Massakern steckt. Er ist einer der skrupellosesten Männer in den Kolonien. Er nutzt die Buchstaben des Gesetzes für seine Zwecke. Und wenn das Gesetz nicht für ihn spricht, findet er Abgeordnete, die es beugen. Denkt an meine Worte, Shay. James Wardrop ist Bürokrat und denkt bei seinem Handeln nicht an andere. Tja, das ist ja nicht mein Problem. So, wo muss ich jetzt hintuckern hier? Hm? Aber hier kann ich bei Schnellreise hin, dann machen wir das doch.
Ach stimmt, es gibt ja mehrere Karten hier auch, ne? Genau. So, was? Wo muss ich denn jetzt hin? Ach so. Vorsicht, das ist ein raues Lüftchen. Ja, ja. Alles kein Problem. Jetzt muss ich erstmal das Schiffchen drehen. Yo, what? Okay, wir werden wohl nach River Valley fahren. Wie scheint. Dann tun wir das mal. Und werden James Wardrop aufspüren. Töten und ihm das Manuskript abnehmen. Ich hätte eigentlich gedacht, der wechselt direkt in den ersten paar, weiß nicht, in der ersten Stunde wechselt der. Aber anscheinend ist das ein bisschen längerfristig. Volles Segel! Bewegung! Topram und Marssegel hissen! War ich fast dagegen. Oh, wie viel ich auch besuchen kann, das ist so krass. Überall wieder ein bisschen was verteilt zum Einsammeln. Das ist schon relativ heftig, muss ich sagen. Oh, da ist er. In Al. Albany, Juli 1754. So, na dann wollen wir mal. Dann brauchen wir auch einiges an Fortschritt, aber das macht nichts. Erstmal kurz auf das Kärtchen gucken. Wir wollen uns doch mal den hier holen, damit wir alles sehen können. Ich finde lustig, dass die manches überhaupt nicht übersetzt haben. Das ist einfach noch auf Englisch. Finde ich irgendwie lustig. Manchmal stört das so ein bisschen, finde ich, Spielgefühl. Allerdings, bei Assassin's Creed geht's eigentlich immer noch, weil man kann ja immer noch sagen, dass das dann Teile sind, die der Animus nicht übersetzt. Einfach. Weil es nicht nötig ist. Der übersetzt halt nur das, was du auch brauchst. Ne? Von daher geht das schon, aber manchmal wäre es cool, wenn sie einfach alles übersetzt hätten. So, dann klettern wir hier eben hoch. Ich meine, wenn ich alles sehe, reicht mir das im Grunde schon. Den Rest, werden wir dann gucken. Dann werde ich auf jeden Fall direkt zu dem guten James gehen und dann schon mal schauen, was da abgeht. Na? Ja, genau das solltest du tun. Ach, schön. So. Erstmal synchronisieren. Bevor es weitergeht. So. Ja, ist gut, ne? Ihr wisst Bescheid. Hilfe! Die schmeißen mit Pasta nach mir! Finde ich nicht in Ordnung. Möchte hier gerne hochklettern, los. Ein bisschen schneller, bitte. Bin ich ja auch hoch? Nee, hier komme ich nicht hoch. Aber hier komme ich hoch. Klettern wir mal eben hier hoch. Haha, ihr könnt gar nicht schießen, ihr Trottel. Komm hinterher, nö. Hi. Ich darf mit euch nicht reden. Jetzt darf ich mit euch reden. Wir, das Volk. Ihr seid da. Der Kongress berät sich noch. George Washington hat die Franzosen bei Jumonville angegriffen. Sie sehen das als kriegerischen Akt. George Washington. Ihr meint Lawrence' jungen Bruder? Ja, eben der. Apropos Lawrence Washington. Seit ihr ihn eliminiert habt, ist James Wardrop aufgestiegen. Alle Mittel der Templer stehen ihm jetzt zur Verfügung. Was ist mit dem Manuskript? Laut meiner Quellen in New York hat Wardrop es. Ich weiß auch, dass er jetzt hier im Kongress ist, schwer bewacht. Shay, findet Wardrop.
Holt das Manuskript. Hier wimmelt es von Templerwachen. Liam und ich lassen ihn nicht entkommen. Na klar, wir holen ihn einfach, ne? Was macht ihr anderen mal wieder nix? Wie immer. Na dann. Mal gucken. Jetzt darf ich wieder zurück. Juhu. Verdammt, ey, wie mache ich denn das? Ich habe da so eine Idee. Ich töte die beiden einfach. Scheint mir ein guter Plan zu sein, dann nerven die mich nicht, nämlich. Scheiße, mir sieht jemand. So, schleichen. Ich bin ja auch ein Meisterschleicher, deswegen ist das überhaupt kein Problem. Achso. Ach, hier muss ich hin. Albany City Hall habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Wie viele andere vielleicht auch. Ah, das muss der Templer William Johnson sein. Vielleicht hat er das Manuskript. Oder weiß, wo es ist. Wie bereits festgestellt wurde, brauchen wir die nationale Einheit. Durch einen Parlamentsbeschluss, der den Kolonien größere Unabhängigkeit gewährt. Die Franzosen sind eine Gefahr, auf die wir schlecht vorbereitet sind. Kurz gesagt, uns bleibt die Einheit oder der Tod. Wohl gesprochen, Master Franklin. Aber glaubt ihr wirklich, Britannien gewährt den Kolonien Autonomie? Sie haben keine Wahl, Master Johnson. Ihr wisst am besten, wie abgelegen dieses Gebiet ist. Ja, aber lasst uns jetzt nicht über Politik reden. Ich wollte euch für eure Forschung danken. Natürlich, sicher. Ich konnte die Schatulle nur kurz untersuchen, aber sie ist einmalig. Altägyptisch, sagt ihr? Nun, wie bereits erwähnt, bin ich bereit, sie zu elektrifizieren. Vortrefflich. Wir erhalten die Schatulle in Kürze. Und das Manuskript. Captain? Es tut mir sehr leid, Sir. Master Wardrop gibt sie nicht heraus. Er sagt, es sei zu riskant. Riskant? Ah. Ich bedauere. Ihr erhaltet das Manuskript und die geheimnisvolle Schatulle in Kürze. Du dummgesichtiger Lumpensack in Uniform. Eile noch vor Frederick und sag Master Wardrop, er soll das Manuskript schleunigst rausrücken. Sonst hol ich mir seinen Skalp. Mr. Johnson. Der Rotrock-Captain darf Wardrop auf keinen Fall erreichen. Ist mir egal, ob ihr mich verfolgt. Ich habe keine Zeit jetzt für so einen Scheiß. Das Problem ist, ich komme gar nicht so nah ran an den, ey, ohne Scheiß, ne? Komm schon! Ach, verdammt. Aua. So, jetzt aber auf die Schnauze hier. Und jetzt zu Ward und dem Manuskript. So regelt man die Dinge, versteht ihr das? Ich brauche Munition. Hab gerade ein bisschen geschossen. Ach ja. Der Johnson taucht, glaube ich zumindest. Wie kann ich denn alles nachladen? Ah. Ich glaube, Johnson taucht tatsächlich auch in Assassin's Creed 3 auf. Oder wird auftauchen, weil das Spiel spielt ja davor. Im Moment noch, zumindest. Und natürlich Benjamin Franklin kennen wir selbstverständlich auch aus Assassin's Creed 3. Ach komm. Oh, der hat mich zu Boden gerissen. Nicht cool. Jetzt muss ich wieder nachladen, ey. Scheiß. Oh, oh. Okay, ich soll ihn ausfindig machen, aber ich muss erstmal gucken, wie ich hier reinkomme am besten. Warum verkleidet? Ich habe mich jetzt verkleidet einfach als Captain und dann gesagt, so, ich bin's, Männer. I'm the Captain. Und so ist es halt. Aber mal, hier komme ich doch hoch. Ach, komm schon. Da kommt er nicht hoch, willst du mich verarschen?
Okay, interessant. Ich muss jetzt erstmal schauen. Warte mal, von hier komme ich dann vielleicht hoch. Bäume dürften ja wohl hoch genug sein. Ah, da. Komm schon. Oh, zum Glück. Manchmal springen sie ja dann auch einfach ein bisschen zu weit. Das passiert ja auch mal. Obwohl, mache ich ihn jetzt noch ausfindig oder nicht? Hm. So, du gehst erstmal weg. Dann bin ich schon mal hier oben drauf und alles ist gut. Mehr oder weniger. Ah, noch habe ich ihn nicht gefunden. Komisch. Das ist aber ziemlich Strange, muss ich sagen. So, runter. Ah, da ist er. Was? Oh, shit. Ah, zum Glück ist das egal. Die dürfen mich ruhig sehen. Wahrscheinlich aber kein... rufen oder so. Kapuzenmann! Scheiße, er haut ab. Das ist nicht cool. Ich muss hinterher. Hinterher. Nein. Ich komme. Oh, scheiße. Huh. Glück gehabt. Scheiße, der ist schnell, der Junge. Wahnsinnig schnell, muss ich sagen. Hab ich gar nicht gedacht. Aber nicht schnell genug für mich. Das nehme ich. Du Templerhund. Nein! Ihr habt ja keine Ahnung, was ihr da tut, Mann! Ich befreie die Menschen von eurem Einfluss. Wie frei werdet ihr sein, wenn erst die Franzosen in den Kolonien die Befehlsgewalt haben? Diese Kolonien wären viel besser dran, würden die Templer nicht die Strippen ziehen. Wir bringen Ordnung ins Chaos. Wenn alles erlaubt ist, ist niemand sicher. Selbst der Teufel kann die Heilige Schrift für seine Zwecke auslegen. Ich muss weg. Tschüss. Aua. Ich könnte die natürlich jetzt auch alle töten. Oder einfach, ich mache das anders. Ich mache einfach mal das hier und töte ihn. Und mache jetzt mal ein... Aber kannst du... Alter, kannst du nicht mal... Warte mal, wo ist denn das jetzt hier so? Weg hier! Schnell! Ich werde verfolgt. Einfach noch so ein Ding schmeißen, das wird schon reichen. Oh. Ja, Mission abgeschlossen. Unentdeckt in den Kongress einschleichen, geschafft. Wardrop mit einem Luftattentat töten, geschafft. Und wir machen weiter. Hold you! Warum? Hier muss ich mal Manieren beibringen, du Schwein. Das wollte ich schon immer mal tun. Jemanden mein Knie genau ins Gesicht rammen. Und damit sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wenn wir, ich habe keine Ahnung, wohin müssen. Nur aufs Schiff oder noch weiter weg? Ich weiß es nicht so genau, ehrlich gesagt. Nee, wir müssen weiter weg, tatsächlich. Ach, wir müssen auf eine unentdeckte Insel. Finde ich so... What? Moment. Ach so, das ganze Gebiet heißt Albany. Ach so. Da müssen wir hin, auf diese Insel, unentdeckter Ort. Tja, bis zur nächsten Folge, würde ich dann einfach mal sagen. Haut rein!